Buch Prediger ist gleich auch die Psalmen und Sprüche. Und das ist unser Thema gewesen für 2005 jetzt, im Frühjahr und jetzt im Herbst. Und im Prediger Kapitel 10, ihr habt 7 Zettel heute gekriegt, wo ihr wieder mitschauen und mitschreiben könnt und so weiter. Ich lege den gleichen Zettel auch wieder da auf, ein bisschen zum Orientieren. Und im Kapitel 10 geht es um den Toren oder den Narren. Das ist eigentlich das Thema von den Kapiteln. Und bevor wir da jetzt reinschauen, möchte ich es noch miteinander lesen. Schlagt bitte auf, Prediger, wer eine Bibel dabei hat, kann gern mitlesen. Wenn du keine Bibel dabei hast, ja, dann musst du halt zulassen, aber ist auch gleich. Prediger 10, Vers 1. Tote Fliegen lassen das Öl des Salbenmischers stinken und gären. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Der Verstand der Weisen ist zu seiner Rechten, der Verstand des Toren zu seiner Linken. Und auch wenn der Tor auf dem Weg geht, fehlt ihm der Verstand und er sagt jedem, er sei ein Tor. Wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, gleich einem Versehen, das vom Machthaber ausgeht. Die Torheit wird in große Würden eingesetzt und Reiche sitzen in Niedrigkeit. Ich habe Knechte und Pferde gesehen und Oberste, die wie Knechte zu Fuß gingen. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich an ihnen verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich an ihm gefährden. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden. Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Ist logisch, gell? Die Worte aus dem Mund eines Weisen bringen ihm Beliebtheit. Aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn selbst. Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede böser Unsinn. Und der Tor macht viele Worte. Der Mensch erkennt nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird. Wer teilt es ihm mit? Die Arbeit des Toren macht ihn müde, ihn, der nicht zur Stadt zu gehen weiß. So weit, so gut einmal. Also ihr habt es festgestellt, es geht viel um Torheit und um den Toren. Kommt neunmal vor in dem Kapitel. Ich habe auf dem Zettel auch, da habe ich einiges aufgeschrieben, dass du nicht alles mitschreiben wirst. Aber im Sprüche und Prediger, das sind die zwei Bücher, wo am meisten über Toren gesprochen wird. Darum will ich die zwei Bücher jetzt hernehmen. Und zwar Tor oder Narr kommt 56 Mal vor, der Einfältige oder der Einfache 4 Mal und der Spötter 18 Mal. Und ich möchte mir den jetzt kurz anschauen, was ist ein Tor? Erstens einmal, was ist ein Tor nicht? Ein Tor, wissen wir, es geht nicht um die Tür natürlich, ein Tor oder ein Narr. Eine Torheit hat nichts mit geistiger Beschränktheit zu tun, oder mit den niedrigen Intelligenzquotienten. Sondern Torheit hat mit unserer inneren Einstellung zu tun. So wie ich denke über Menschen und über Gott, übers Leben. Du kannst zum Beispiel ein hochintelligenter Tor sein. Das ist möglich. Ausbildungen, Professor- und Doktortitel machen einen Menschen nicht unbedingt weise. Und wenn du einen Toren ausbildest, dann hast du einen ausgebildeten Toren. Die Ausbildung macht aus keinem Toren einen Weisen. Um das geht es nicht. Also wer ist ein Tor? Ein Tor ist jemand, der unweise Entscheidungen trifft in seiner Lebensführung. Und mehr oder weniger tut es in selber aber an, oder wir sehen Menschen um uns herum und manchmal tut es weh, wo man zuschauen muss, wie ein Mensch immer wieder eine törichte Entscheidung trifft und sein Leben zugrunde richtet.
Aber wieder fragt man sich, warum tut er das wieder? Warum tut sie das wieder? Und Torheit macht viel kaputt. Torheit ruiniert gute Freundschaften und Beziehungen. Torheit verschmäht Menschen, die es gut mit dir meinen. In der Torheit verschwenden wir Geld für Dinge, die wir nicht brauchen, und dann haben wir es nicht mehr, wo wir es eigentlich brauchen würden. Das ist Torheit. Wir werden übrigens feststellen, der Tor oder der Narr ist nicht jemand, der da draußen wohnt, unser Nachbar, sondern du wirst dich selber auch manchmal entdecken. Und wenn einer von uns das, was wir jetzt besprechen, nur auf seinen Nachbar anwendet, dann bist du wahrscheinlich der größte Tor. Weil Torheit ist in uns allen zum Stück drinnen. Keiner von uns ist der Weise und der andere ist nur der Tor. Das ist Überheblichkeit und Arroganz. Aber wir dürfen wissen, dass es für jeden Toren eine Hoffnung gibt. Das ist gut zu wissen. Selbst wenn wir uns entdecken, im einen oder anderen, brauchst du nicht verdammen. Es gibt eine Hoffnung für jeden Toren. Darum bin ich auch noch dabei. Wir können weise und klug werden. Wir können wiedergeboren werden, hin zu Gott uns wenden. Wir können von seinem Geist erfüllt werden. Wir können lernen, gut und richtig zu denken. Dazu hilft uns das Wort Gottes. Und ich habe da jetzt ein paar Punkte, die uns helfen, das vielleicht ein bisschen strukturiert zu besprechen. Die Merkmale eines Toren. Wie erkennt man einen Toren? Und ich habe da 5 Dinge zusammengestellt, wie man einen Toren erkennt. Und im Prinzip habe ich nichts anderes da, als wir das gelesen, was die Bibel uns sagt. Erstens, ein Tor hat zu allem und zu jedem eine Meinung. Ein Tor ist nicht jemand, der keine Meinung hat. Ein Tor hat zu allem seine Meinung. Egal, ob du über das Klettern oder über das Autofahren oder über was weiß ich redest, der weiß immer irgendwas dazu. Im Prediger, Kapitel 10, Vers 13, haben wir gelesen, der Anfang der Worte eines Mundes ist Torheit, das Ende seiner Rede böser Unsinn. Und der Tor macht viele Worte, er redet dauernd. Es steht im Sprüche, das ist das Buch vorm Prediger. Sprüche Kapitel 15, ich habe es gerade aufgeschrieben da, dazu geschrieben habe ich es nicht, aber Sprüche 15, Vers 2, das lese ich Ihnen vor. Die Zunge des Weisen fördert Erkenntnis, aber der Mund des Toren lässt Narrheit sprudeln. Er redet unheimlich viel Blödsinn. Im Sprüche 18, Kapitel 18, Vers 2, sagt er, Sprüche 18, Vers 2, kein Gefallen hat der Tor an Einsicht, sondern nur an der Entblößung seines Herzens. Das heißt, der Tor, der will nur seine Meinung loswerden, zulassen tut er nicht. Ich weiß nicht, ob es in Kirche schon gegangen ist, aber man sitzt am Tisch, mir ist schon öfter so gegangen. Ob das beim Verwandtenbesuch war oder sonst wo. Da sitzt man so 6 am Tisch und jeder redet gleichzeitig. Es redet jeder. Zulosen tut keiner. Da kannst du durchdrehen, weil du weißt überhaupt nicht, um was es geht. Ein Journalist hat einmal einen Politiker gefragt beim Verlassen von der Sitzung. Hat er gesagt, Herr Politiker, was haben Sie heute genau gesagt? Und der Politiker hat gesagt, eigentlich nichts. Da hat er gesagt, ja, das habe ich gewusst. Aber wie hast du das heute formuliert? Und es ist oft so, dass wir viel sagen, viel formulieren, aber eigentlich nichts sagen. Und unter christlichen Kreisen hat man auch manchmal den Eindruck, dass es so ist. Man kann so viel reden und es ist nichts gesagt. Man kleidet Dinge in viele Worte, aber ohne Inhalt. Andererseits muss ich wieder sagen, ist enorm, wie sehr man mit Worten Menschen verletzen kann. Worte sind schlimmer wie ein Schlagstock. Du kannst mit Worten Menschen viel tiefer verletzen, als wir durch einen Schlag. Wunden zufügen, oft wo man auch denkt, was man in Ehen so hört, was man sie gegenseitig nennt. Es ist erschütternd, aber man lässt sie hinreißen.
Und oftmals braucht es Vergebung und auch lange Heilung. Worte sind unheimlich scharf. Im Jakobus Kapitel 3, es ist im Neuen Testament, Jakobus Kapitel 3, da steht was über die Zunge, über das Reden. Und es ist gut, wenn wir uns die Verse zu Herzen nehmen. Jakobus Kapitel 3, Vers 1. Vers 2 genügt eigentlich. Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber die Pferde, die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich große Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Mensch bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Und er sagt dann, mit einem kleinen Zaumzeug lenkst du ein Riesenpferd. Mit einem kleinen Ruder lenkst du ein Riesenschiff. Und die kleine Zunge bestimmt das Leben des ganzen Menschen. Wilde Tiere haben wir gebändigt, kein Problem. Gene können wir manipulieren, kein Problem. Zum Mars fliegen können wir auch, kein Problem. Aber die Zunge kriegen wir nicht in den Griff. Das ist eine interessante Beobachtung und sehr wahr. Und ein Tor ist jemand, der seine Zunge nicht zügelt, der einfach drauf losredet. Das ist das Erste. Das Zweite, was ein Tor auszeichnet, der Tor glaubt immer Recht zu haben. Im Sprüche Kapitel 12, Vers 15, Sprüche 12, Vers 15, habe ich auch dazu geschrieben, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Der Narr glaubt, das passt schon, was ich tue, passt genau, und er hört auf niemand. Das ist ein Narr. Ein weiser Mensch hört auf Rat. Ein weiser Mensch übrigens, der gibt nicht Rat. Ein weiser Mann hört auf Rat. Bei Mitarbeitern weiß ich immer genau, wenn es ein bisschen ein Problem ist, wo eine Mitarbeiter hat, die was keine Fragen stellen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Entweder er glaubt, er weiß alles, oder es ist ihm alles egal. Und in beiden Fällen haben wir ein Problem. Der weise Mensch hört auf Rat. Und der Narr ist jemand, der glaubt, alles zu wissen. Und es ist interessant, der Narr glaubt, weil er überall seinen Senf dazu gibt, ist er gar nicht gescheit. Dabei entlarvt genau das als Narr. Kennen wir nicht einmal, wo wir sagen, ah, das ist ein Gescheithaufen. Der weiß alles besser. So ein Menschen bezeichnet die Bibel als Narren. Und wir lesen im Sprüche, Kapitel 18, Vers 7, Sprüche 18, Vers 7, sagt die Bibel, der Mund des Toren wird ihm zur Falle. Es wird ihm zur Falle. Und dann ist er, oftmals ist er recht humorvoll, wie er einen Narren beschreibt. Er sagt dann auch,
In Sprüche 17, Vers 28, ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten. Solange ein Narr seinen Mund hält, kann man sich denken, der ist gar nicht so dumm. Aber sobald er den Mund aufmacht, weiß, was los ist. Sagt man ja, aber weißt du, wenn man so hinter Freund sagt, ja, solange er nichts gesagt hat, hat es eh leicht dann, gell? Aber wie er noch geredet hat, haben wir gewusst, was los ist. Aber da gibt es einen Spruch, der heißt, besser still zu sein und Menschen glauben zu lassen, du seist ein Tor, als den Mund aufmachen und alle Zweifel beseitigen. Dann der nächste Punkt, der Tor, wie erkennt man einen Tor? Er verwirft oder ignoriert Korrektur. Im Sprüche Kapitel 1, Vers 7, ja, ich habe die aufgeschrieben, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur den Narren. Der Narr lässt sie nichts sagen, er lässt sie nicht korrigieren. Sprüche 15, Vers 5, ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, wer aber die Zurechtweisung beachtet, der ist klug. Der sich zurechtweisen lässt, der ist klug. Sprüche 17, Vers 10. Zurechtweisung dringt bei einem Verständigen tiefer ein als 100 Schläge bei einem Toren. Einem Verständigen sagst du was und er tut es. Und den anderen kannst du 100-mal das Gleiche sagen und er tut es noch nicht. Das ist ein Tor. Sprüche 27, Vers 12. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen. Man sagt, sie haben 10-mal und er geht trotzdem weiter und dann endet er in der Katastrophe. Das nennt die Bibel einen Narren. Ein Narr wird Korrektur verwerfen. Wenn du einen Narren korrigierst, weißt du, was er dann sagt über dich? Er wird dir beleidigt vorwerfen, dass du ihn nicht verstehst. Er wird beleidigt sein. Er wird dich vielleicht sogar beschimpfen, wenn du ihn korrigierst. Er wird dich vielleicht sogar bekämpfen. Aber sehr wahrscheinlich wird er sich von dir zurückziehen. Man braucht Mut zur liebenden Konfrontation. Konfrontation, da tun wir Christen uns sehr schwer, aber wir müssen das lernen. Wenn man sieht, dass ein Bruder, eine Schwester, ein Nachbar, ein Freund auf einem Weg ist, der ihn zerstört, dann ist es deine und meine Pflicht, ihn darauf hinzuweisen. In Liebe. Die Gefahr ist, dass er dir sagt, das ist auch nicht dein Kaffee, lass mich in Ruhe. Und du hast einen Freund verloren. Das ist die Gefahr. Aber wenn du den wirklich liebst, dann gehst du die Gefahr ein. Wenn er der Wurscht ist, dann sag nichts. Der Narr wird Korrektur verachten, der Weise wird sie annehmen. Und er geht weiter auf dem Pfad in sein Unglück. Immer Sprüche 27, Vers 12. Das ist, wir haben es eh schon gelesen. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Er tut was. Der Einfältige geht weiter und er muss es büßen. Er lässt sich nicht korrigieren. Ja, gerade vor 2 Wochen war ich in Deutschland, eine Woche unterrichtet. Da war eine Frau und die ist dann auf mir, wollte mit mir reden. Dann hat sie mir erzählt, ihre Misere. Sie ist verliebt in einen verheirateten Mann. Alles bekennende Christen. Der Mann, seine Frau, ein Kind haben sie auch. Und sie ist halt die Sekretärin, glaube ich, oder was, und ist verliebt in den Mann. Sie treffen sich halt immer und flirten. Dann habe ich gesagt, ist dir bewusst, dass was du tust, eine totale Katastrophe ist und total falsch? Sie hat gesagt, ja, das weiß ich. Habe ich gesagt, wenn du weitermachst so, dann zerstörst du eine Familie, du beraubst der Frau den Mann und du schickst den Mann ins Unglück. Das ist deine Entscheidung. Du kannst es machen, aber dir muss bewusst sein, was du machst. Du kannst dich aber auch korrigieren lassen und ihm jetzt gleich eine E-Mail schreiben, dass du nie mehr sagen willst und du kündigst deine Stelle in der Firma und du kannst deine Freunde benachrichtigen, dass sie dich verantwortlich halten für deine zukünftigen Entscheidungen. Das ist die Möglichkeit, die du hast. Dann kannst du das Dilemma vermeiden. Oder du gehst weiter und gehst in dein Unglück. Du hast die Wahl.
Und sie hat dann gesagt, ja, ich weiß, es ist falsch, aber ich kann nicht anders. Ich habe gesagt, okay, ist deine Entscheidung, mach so weiter. Aber am letzten Tag hat sie mir geschrieben, wie ich dann daheim war, hat sie gesagt, sie hat das alles gemacht. Sie hat der Freundinnen geschrieben und sie hat ihr mal geschrieben und sie wird kündigen. Ich denke, gratuliere. So schaut es im wahren Leben aus, zwischen Narren und weisen Menschen. Das nächste, ein Tor findet es klug oder witzig, Schwierigkeiten zu machen. Im Sprüche Kapitel 10, Vers 23, jetzt ist gut, das haben wir aufs Plattl, das ist eigentlich kommod, gell, wenn man das so braucht, wir noch ein Plattl. Das ist, als ein Vergnügen gilt dem Doren das Verüben von Schandtat, dem verständigen Mann aber die Weisheit. An Toren ist es ein Vergnügen, so die Schandtat. Ein bisschen Schwierigkeiten zu machen, den anderen ein bisschen einen Hund anzutun. Ein bisschen schadenfroh sein. Übrigens, Schadenfreude ist ein Zeichen von Torheit. Ist es so? Im Sprüche 29, Vers 11, seinen ganzen Unmut lässt der Tor herausfahren, aber der Weise beschwichtigt ihn zuletzt. Der Tor, der wird seinen Zorn und alles sagen, was er will, und damit auch viel Unheil anrichten unter Umständen. Der Weise beschwichtigt es und der schlichtet. Und in Sprüche 20 lesen wir, Ehre ist es dem Mann vom Streit abzulassen. Jeder Narr aber fängt einen Streit an. Wenn wir Menschen sind, die dauernd Streit anfangen, sind wir Narren. Der kluge Mann, der wird darauf hinzielen, vom Streit abzulassen. Das sagt das Wort Gottes, ganz klar. Übrigens, Torheit findest du in allen Schichten. Ob in den höchsten gesellschaftlichen Schichten oder den untersten, du findest die Torheit überall. Und wie gesagt, Intelligenz oder Doktortitel bewahren dich nicht vor Torheit. Dann E, ein weiteres Zeichen, das letzte Zeichen, was ich hierzu gefunden habe, eines Toren, ein Tor, der Einfältige, der will alles jetzt und sofort. Das ist ein Hauptmerkmal von einem Toren. Er will was und er muss Stand der B haben, auf der Stuhl. Er ist ein Mann, der denkt nicht über die Konsequenzen nach, ich will das jetzt ja. Im Sprüche 7 wird ein Mann beschrieben, der auch Frau nachgeht, weil er will es sofort, er will mit ihr Sex haben. Sprüche 7, Vers 6, denn durch das Fenster meines Hauses blickte ich, durch meine Gitter schaute ich hinaus, ausgeschaut. Im Vers 10 lesen wir, da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen, sie hat einen Plan im Herzen. Und dann im Vers 21, lesen wir weiter, sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden, mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort und er folgt ihr augenblicklich, sofort muss sein. Augenblicklich, das ist das Wort, muss man unterstreichen. So wie ein Stier zur Schlachtung geht, wie in die Fessel hüpft der Hirsch und so weiter. Wie ein Stier zur Schlachtung geht. Wie hat der Stoiber, der bayerische König, der hat vor kurzem gesagt, nur die dümmsten Kälber suchen sich ihren Metzger selber aus. Ich weiß nicht, ob er sich selber geredet hat oder über andere. Aber das ist das, was hier beschrieben wird. Du gehst zum Metzger. Wenn man Befriedigung sofort will, ob das jetzt in Bezug einer Frau ist, ob das in Bezug ist, ich muss mir das kaufen, obwohl ich dann in Schulden komme, die was ich nie mehr zahlen kann. Das nennt die Bibel Torheit. Es ist nicht klug. Und es ist oft dieses Nicht-Warten-Können, was so viel zerstört. Im Sprüche 13, Vers 11, war ich das noch dabei? Nein. Sprüche 13, Vers 11, da sagt er, schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Wer aber händeweise sammelt, der vermehrt ihn. Ist auch interessant, manchmal glaubt man ja, auch wenn ich nur so einen Lottogewinn hätte, das löst all meine Probleme.
Es ist interessant, da hat es eine Sendung gegeben, da haben es Lottogewinner über Jahre, sind sie auch nachgegangen, wie es ihnen so gegangen ist. Und der Großteil von denen, die einen Lottogewinn gemacht haben, haben in Armut geendet. Schnell erworbener Besitz, weil man nicht umgehen kann damit. Nicht bei jedem, ein paar haben es klug gemacht. Aber die große Mehrzahl ist eigentlich dadurch völlig in Armut geendet. Ist auch interessant, das nur zu entdecken. Was mich so fasziniert, die Bibel hat in jedem Bezug recht. Du kannst das Leben hernehmen, egal in welchem Lebensbezug, lies die Bibel, die ist ein paar tausend Jahre alt, du findest das da, das stimmt haargenau. Und es hat sich nie geändert, weil der Mensch ist dasselbe geblieben. Jetzt das Nächste. Wie kann man da Torheit korrigieren? Das ist das Zweite. Auf dem nächsten Blattl. Wie kann Torheit korrigiert werden? Und vielleicht finden wir uns ja selber. Ich finde mich schon selber, muss ich ehrlich sagen, in dem einen oder anderen. Und ich möchte da drei Dinge herausnehmen, die uns helfen, Torheit zu korrigieren. Erstens, und ich glaube, das ist das Wichtigste, es wird korrigiert bereits zu Hause in unserer Familie. Wir lesen im Sprüche 22, Vers 15, haftet Narrheit am Herzen des Knaben, die Rute der Zucht entfernt sie davon. Das ist natürlich alte Sprache. Wer sagt heute noch Rute der Zucht? Aber Disziplin, so sagt man heute, die Kinder disziplinieren. Im Sprüche 29, Vers 15, Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seine Mutter Schande. Selbst überlassen kannst du ja sagen, antiautorische Erziehung, das ist genau das. Die Worte sind alt, aber die Wahrheit ist aktuell. Und das daheim ist der erste Ort, wo Kinder Weisheit lernen sollten. Es ist eigentlich die erste Verantwortung von Vater und Mutter, dass die Kinder lernen, weise zu leben. Und ich aber denke immer, Alten regen sich so auf, gerade Christliche. Ja, in der Schule, der Religionslehrer tut nicht und der tut nicht und das tut nicht. Denken wir noch, und? Seid ihr nicht die Alten für die Kinder? Der hat jetzt nichts mit den Kindern. Erzählt ihr nichts den Kindern, was Wahrheit ist? Müssen das die Lehrer da? Die erste Instanz, um Weisheit zu lernen, ist die Familie. Und das darf man nie abschieben. Leider haben wir es oft da. In unserer Familie, nur ein Beispiel, was wir alle tun, weil wir um das nicht leiden mögen, unsere Kinder dürfen daheim keine Fluchworte sagen. Das Mengen haben wir nie mengen. Ob das jetzt das Wort geil ist oder Sau oder was immer, da weiß ich, was halt so läuft heute, das haben sie nie sagen dürfen. Das ist interessant, die sagen das Wort daheim bis heute nie. Und nachher haben wir gesagt, ja, aber zu was der jetzt ist, in der Schule sagen sie es ja sowieso. Dann sage ich, okay, dann soll sie es in der Schule sagen, aber daheim nicht. Sie sollen merken, zwischen uns daheim und der Schule ist ein Unterschied. Und wisst ihr, was interessant ist? Die ganzen Freunde, bei uns sind aber ein Haufen Kinder. Im Sommer geht es wieder um. Aber wenn die bei uns sind, die ganzen Nachbarskinder sagen nie das Wort, obwohl sie es daheim sagen. Interessant. Man muss auch Kindern lernen, zuzuhören. Seht ihr, ein Merkmal von einem Toren ist, wenn er immer redet. Und darum muss ein Kind lernen, zuzuhören. Ich habe bei Familien, das schockiert mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Da kommt das Kind zu mir und ja, da muss sofort, da wird nicht gesagt, warte ein bisschen. Da muss sofort was nachwählen. Es ist nicht gesund. Das Kind muss lernen, sagen, du bist jetzt ein Stuhl, jetzt reden wir einmal. Jetzt los einmal zu. Weil ein Zeichen von einem Toren ist, dass er dauernd redet. Wenn das Kind nicht zu Hause lernt, einmal still zu sein, dann erzieht man es zu einem Narren, sagt die Bibel. Natürlich müssen Kinder auch gehört werden. Da gibt es einen Spruch, der heißt, Kinder soll man nicht zeigen oder hören. Das ist ein totaler Blödsinn. Natürlich müssen wir unsere Kinder hören. Sie müssen einen Ansprechpartner haben, sie müssen sie ausdrücken können. Aber zur Zeit. Nicht jederzeit. Und auch da waren wir relativ streng. Haben wir gesagt, jetzt rede ich mit denen und du kommst in einer Viertelstunde.
Und sie lernen es. Es tut leicht. Und es ist wesentlich angenehmer. Was anderes, was man daheim lernen soll, ist lernen zu warten. Ein weiteres Zeichen vom Toren ist, dass er alles jetzt und sofort haben muss. Wo kann man jetzt den Kindern lernen, klug zu werden? Zu Hause. Und wisst ihr was? Eines der größten Dienst, den ihr euren Kindern geben könnt, ist, ihnen zu lernen, dass sie auf Dinge warten müssen. Kindern immer alles geben und zu kaufen, was sie jetzt wollen, ist nicht weise. Weil sie lernen keine Weisheit dadurch. Weisheit, Torheit ist, wenn ich immer alles jetzt haben muss. Und wenn ich das mein Kind zu Hause lerne, dann erziehe ich einen Narren. Seht ihr, wie aktuell die Bibel ist? Wie genau die Bibel stimmt? In jeder Kleinigkeit, in jedem Bezug zum Leben. Und natürlich, als Eltern ist man da gefordert, weil es ist nicht das, was man sagt in erster Linie, es ist das, was man tut. Im Dauernhof haben wir ein Motto, das heißt, Actions speak louder than words. Das, was ich tue, spricht viel lauter als das, was ich sage. Wenn du daheim rachst und dem Kind sagst, rach ja nicht, ja, das ist schizophren, es ist schwierig. Ich verstehe es schon, ich will überhaupt keinen von ihnen selber auch geracht. Hannelore hat noch mehr geracht. Aber es ist nicht sinnvoll, wenn ich rache und den anderen sage, das ist ungesund, tue es ja nicht. Es wird nicht gut funktionieren. Wenn ich als Elternteil nicht zuhören kann, dann wird mein Kind auch nicht lernen, zuzuhören. Wenn ich als Elternteil dauernd rede, ja, dann wird mein Kind auch dauernd reden. Wenn ich als Elternteil nichts erwarten kann und immer alles sofort haben will, ja, dann wird das Kind auch so sein. Und dabei geht es jetzt nicht um Perfektion. Weißt du, oh, jetzt habe ich das falsch gemacht und das und das. Es geht darum, dass ich sage, du, mein Kind, ich habe jetzt echt, die letzte halbe Stunde habe nur ich geredet. Die Leute gibt es, die reden, viel. Aber das tut mir leid, es war falsch. Weißt du, merke ich bei unseren Kindern, was am meisten greift, ist, wenn man zum Kind geht und sagt, entschuldige, das habe ich falsch gemacht. Und das Kind sagt, ja, Vati, es passt schon. Das spricht viel lauter, als wir so der perfekte Elternteil zu sein. Bist sowieso nicht. Es geht darum, um Vergebung zu bitten, so wie wir von unseren Kindern erwarten, dass sie um Vergebung bitten, wenn sie was falsch gemacht haben. Das ist ein normales Leben, so wie Gott es uns gesagt hat. So kann man miteinander leben. Und es ist nie zu spät. Du kannst heute noch zu deinem Kind gehen und sagen, du, tut mir leid, was ich da in der Erziehung vielleicht versammelt habe, ich möchte das nur sagen, dass man Lord tut. Mehr nicht. Es wird in dein Kind viel auslösen und wenn es 40 Jahre alt ist heute, es wird viel bewirken. Vergebung ist eines der machtvollsten Dinge, die Gott uns gegeben hat. Ein anderer Bereich, wo man Torheit korrigieren kann, ist ein Freundeskreis. Unsere Freunde. Im Sprüche 18, Vers 24. Manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund steht dir näher als ein Bruder. Und das stimmt. Und wir lesen dann noch in Sprüche 28, 23. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Wenn du deinen Freund zurechtweist, bist du letztlich der wahre Freund. Nicht derjenige, der aber sagt, bist du ein super Kerl, passt schon. Nein, der aber sagt, du, das war nicht gut. Und sehr interessant, ich habe Bergführerkollegen, die sind eine meiner vom besten Freundeskreis. Aber wenn ich mit denen gehe und ich mache beim Klettern einen Fehler, was meistens mit Lebensgefahr zu tun hat, mein Freund, wenn ein Freund ist, sagt er, du mach das bitte anders. Mach das sofort anders, weil ich sein Freund bin. Wenn er nichts sagt, das wäre eine tiefe Gemeinheit. Aber interessanterweise, oft in Beziehungen, wo Ehen schief liegen, wo einer untreu wird oder was, da sagen wir, ja, das ist halt seine Sache. Nein, Freunde, das ist nicht seine Sache. Wenn du ein Freund bist, dann wirst du zumindest darauf hinweisen. Das ist ein Freund. Und der kann uns helfen, eine Torheit zu korrigieren. Dann das Dritte, was uns korrigiert, nicht das Dritte, weil es das Drittwichtigste ist, sondern uns einfach so hin
unser himmlischer Vater. Wir lesen im Sprüche 3, Vers 11 und 12: Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie der Vater den Sohn, den er gern hat. Und im Psalm 19: Gott vermag den Einfältigen weise zu machen. Ich möchte ermutigen, du wirst wahrscheinlich die Bibel manchmal lesen und was in der Bibel manchmal lest, gefällt dir überhaupt nicht. Bitte leg sie nicht weg, sondern lese weiter. Es ist gut für uns. Und wenn es uns nicht schmeckt, dann müssen wir erst recht weiterlesen, weil Gott hat vielleicht was vor, in mein Herzen zu tun. Tue nie die Korrektur von unserem Vater ab. Dann noch, vor der Pause möchte ich noch kurz besprechen, die Merkmale des Faulen. Geht es jetzt wieder zu unserem Text, zum Prediger, Kapitel 10, weil der Faule wird auch noch beschrieben. Bei dem liegt es ein bisschen anders, der Faule. Prediger 10 und Vers 18. Prediger 10, Vers 18. Durch Faulheit der beiden Hände senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Es geht hier um Faulheit. Und ich möchte nur vier Dinge aufzeichnen, die einen Faulen auszeichnen, aufzählen. Das erste, er beginnt und unternimmt nichts Neues. Das ist ein Merkmal von Faulen. Im Prediger 10, Vers 18 haben wir gerade gelesen, das Tuch tropft, aber er denkt, sie wird wohl seinen Ring aufheben. Im Prediger 10, Vers 9 lesen wir, wer Steine bricht, kann sich an ihnen verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich an ihnen gefährden. Er holt zwar schon seinen Hocker, aber weißt du, da konnte ich mir direkt konnte ich mir den Fuß reinhocken. Nein, das ist mir weit zu gefährlich. Ah, das nehmen wir lieber nicht. Der Faule wird nichts anfangen. Im Prediger 10, Vers 10 steht dann, wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kraft mehr anstrengen. Ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden. Der Faule, der wetzt seine Hacke nicht. Und darum kommt er nicht weiter und ist gefreut nicht mehr. Aber der Faule sagt aber, manana, morgen. Gell? Morgen tut es auch noch. Mit meiner stillen Zeit, mit dem Gebet, mit dem Bibellesen, oh, morgen fange ich an. Morgen. Heute nicht, morgen. Vielleicht sollen wir mal was, ein bisschen was für den Körper tun, wachen oder laufen. Morgen fangen wir an. Da geht's an. Zeit mit Frauen und Kindern sollen wir auch mal verbringen. Morgen. Heute habe ich nicht dabei, aber morgen wirst du es tun. Morgen. Das ist das Zeichen von einem Faulen. Er fängt nichts an. Das zweite Zeichen von einem Faulen, er bringt nichts zu Ende. Sprüche 19, Vers 24. Da lesen wir. Manche Gefährden schlafen. Ah, nein, da bin ich jetzt. Entschuldigung, das habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich die Bibel nachschauen. Sprüche 19, 24. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, nicht einmal zu seinem Mund bringt er sie zurück. In die Schüsselleine bringt er es noch, aber zurück ist ihm schon zu lästig. Und der Faule tut sich schwer, etwas zu Ende zu führen, was durchzuführen bis zum Ende. Das dritte, was einen Faulen auszeichnet, er sieht immer nur Probleme, aber nie die Möglichkeiten. Und zwar im Sprüche 15, Vers 19. Sprüche 15, Vers 19 lesen wir. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Pfad des Aufrichtigen ist gebahnt. Das heißt, der Faule, der sagt, na, da ist schon wieder eine Dornenhecke, da können wir ja nie drüber. Na, das Problem ist einfach zu groß, das fangen wir gar nicht an. Das ist der Faule. Da gibt es immer ein Problem. Es gibt immer Entschuldigung, warum man nicht tut, was man tun soll. Der Faule. Er fängt nichts an. Und dann das vierte, was ihn auszeichnet, er will seine Rechte, aber er will keine Verantwortung. Und das ist heute ein großes Übel. Jede Gruppe, politische Gruppe schreit unsere Rechte. Aber wisst ihr, das ist ein bisschen schwierig, wenn keiner die Verantwortung übernimmt. Du kannst dir nur ein Recht beanspruchen, wenn irgendeiner verantwortlich dafür ist. Ich kann nicht ein Recht beanspruchen, wenn keiner ist, der was mir es gibt. Aber das ist der Faule. Sprüche 13, Vers 4. Lesen wir zum Beispiel Sprüche
13, Vers 4. Gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da. Aber die Seele des Fleißigen wird reichlich gesättigt. Der Faule, der ist aber gierig, obwohl nichts da ist. Er will sein Recht, er will das und das, aber es ist nichts da, weil er nichts geschaffen hat. Faule Menschen leben sehr oft in einer Traumwelt. Sie haben Vorstellungen, wie es sein soll, aber sie stehen nicht mit beiden Beinen am Boden und sagen, so ist es einmal. Es gibt auch viele Christen, die leben in einer Traumwelt. Gar nicht wenig. Es gibt Christen, die gehen einmal in die Kirchen, die haben eine Gemeinschaft. Wisst ihr warum? Ja, weil die in der Kirche und die Christen, der war nicht nett zu mir und der hat mich auch nicht verstanden und die haben mein Bedürfnis auch nicht so richtig erkannt. Jetzt gehe ich nicht mehr hin. Freunde, das ist Faulheit. Ich bin sogar zu faul, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und derjenige, der was glaubt, dass unter Christen aber nur lieb, nett und alles okay ist, der ist ein Träumer. Die Kirche besteht aus Menschen wie du und ich. Und wenn du eine perfekte Kirche haben willst, nachher musst du zumindest austreten. Also sobald du drei bist, ist sie nicht mehr perfekt. Das ist ja so. Es ist keiner von uns so. Und man muss in der Kirche mit ein bisschen weniger zufrieden geben, als wir mit Perfektion. Sondern es sind Sünder wie du und ich, die was auf Vergebung angewiesen sind, aber die was lernen können, miteinander zu leben. Aber wenn er zu faul ist, dann bleibt er weg. Ist ja mir alles zu lästig. Es regt mich auch manchmal auf unter Christen, gerade unter den Hauptamtlichen. Ist egal, wo ich hinkomme. Ich komme in viele Zentren, viele christlichen Arbeiten immer drum. Weißt du, was ich für die hauptamtlichen Pfarrer, Prediger dauernd her, was die zusammenjammern? Nein, was ich viel zu tun habe. Nein, bis Mitternacht alle Tage und nein, die Leute brauchen aber was. Ach, das zipft mich schon so an. Da denke ich mir, schau dir heute mal einen Pendler an, der was seine Frau auch 5 Tage in der Woche nicht sieht. Der muss weiß Gott wo hinfahren. Schau dir einen Hotelier an, der was in der Früh um 6 Uhr aufsteht und auf Nacht um 10 Uhr schlafen geht. Aber die Christen jammern. Aber es zipft mich an. Arbeiten ist kein Fehler. Viertens, dann sind wir fertig. Das nächste. Wie kann der Faule korrigiert werden? Dann machen wir eine Pause. Dann sind wir ein bisschen faul. Dann werden wir nur trinken und essen. Wie kann der Faule korrigiert werden? Erstens durch gute Vorbilder. Sprüche Kapitel 6, Vers 6 bis 9. Sprüche 6, Verse 6 bis 9. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Es gibt übrigens 8000 verschiedene Orten für Ameisen. Aber eins haben sie alle gemeinsam, die Ameisen. Weißt du, was das ist? Und vielleicht können wir viel lernen. Ich habe das aufgeschrieben. Was kann der Faule von der Ameise lernen? Erstens Struktur. Das heißt, dass wir Dinge tun, nicht weil es jetzt sein muss, ich decke es auch nicht ein, weil es jetzt schon rennt, sondern ich decke es vielleicht im Sommer schon ein, dass es im Winter passt. So wie sich die Ameise auf den Winter vorbereitet. Das Zweite, was man von den Ameisen lernen kann, ist Eigenverantwortung. Dass ich arbeiten tue, nicht nur weil mir es angeschafft wird, sondern ich merke, es muss anwenden. Die Ameisen. Keiner sagt und schafft an, sondern die Ameisen weiß, es muss anwenden. Darum tue ich es. Darum nimmt Gott die Ameise als Vorbild. Das Drittens, gegenseitiger Respekt. Behandle nie jemand von oben hinab. Der Auwäsche ist im Hotelgewerbe genauso wichtig wie die Rezeptionistin und der Besitzer. Ohne den einen kann der andere nicht existieren. Und da gebührt gegenseitiger Respekt. Jeder ist auf der gleichen Stufe, was Menschlichkeit anbelangt, was Zeit anbelangt, was Liebe anbelangt. Da ist kein Unterschied. Ameisen sind unser Vorbild. Egal, was ihr Job ist, sie machen es. Und die Ameisen, das ist auch interessant, kümmern sich letztlich um das Wohlergehen der Königin. Und bei uns soll es letztlich um die Ehre Gottes gehen. Das ist das höchste Ziel natürlich.
dann müsst ihr jetzt sagen, ja du, ich bin auch ein Mordsbuttler, ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf, um 10 Uhr, also bei mir passt alles. Ich habe viel geschafft und 3 Häuser gebaut, weil kann es nicht mehr fein bei mir. Aber es gibt verschiedene Bereiche der Faulheit. Ein Bereich der Faulheit ist, dass ich nicht Verantwortung übernehme. Oft gerade auch bei Ehepaaren sieht man das. Speziell, wenn er keine Verantwortung übernimmt, leidet die Frau oft sehr darunter. Man kann faul sein in Bezug aufs Wort Gottes, meine Zeit mit Gott, und wie oberflächlich. Ich kann faul werden in Bezug auf Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit anderen Christen. Dann wie rechthaberisch und engstirnig und dickschillert. Es gibt verschiedene Bereiche der Faulheit. Und die Bibel sagt, es ist ein Narr. Und das Letzte noch, wie kann man einen Faulen korrigieren? Also durch gute Vorbilder. Ich möchte noch eins sagen, wenn man ein Vorbild ist, wisst ihr, was manchmal die Gefahr ist? Dass man, wenn einer ein bisschen faul ist, dass man einfach sagt, du fauler Sack, jetzt tu halt einmal was, und man haut ihn alle hin. Das wird einem nicht helfen. Sondern du sollst ein positives Vorbild sein. Der Faule soll sagen, du, der ist eigentlich recht glücklich, also ich streng mich jetzt da ein bisschen an. Weil wenn du in Faulen immer nur alle tust, und ihr aber die Fleißigen haben nur so Selbstmitleid. Die Fleißigen sagen nur, na, ich bin halt halber der Arme, heißt, ich muss halber, ich bin das Opfer, ich tue halber alles und die anderen deren nichts. Dann fangen sie ein bisschen zum Dreschen an. Das ist dieses Opferdenken. Aber wenn ich mit dem Opferdenken nur lebe, motiviere ich den Faulen nicht. Dann denkst du der Faule, ja, dann tue ich weiter so. Also so möchte ich nicht, wenn wir du. Sondern der Fleißige soll ein positives Vorbild sein und den Faulen mitziehen. So wird ihm geholfen. Und das Letzte, manchmal kann man Faulheit nur durch eins lernen, und zwar, indem man die Konsequenzen erkennt. Sprüche 6, 9 bis 11. Sprüche 6, 9 bis 11. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen, und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Die Armut wird kommen. Und manchmal muss ein Fauler, auch geistlich faul, der muss so tief fallen, dass er erkennt, also jetzt fällt es weit bei mir. Und es ist leider manchmal, leider ist es so, aber es ist Tatsache. Ich kenne einige Geschichten Alkoholiker. Der Alkoholiker wird nicht zur Besinnung kommen, bis er nicht rausgeschmissen wird aus dem Haus und nur noch draußen im Schnee schlafen kann. Dann reißt es einmal und sagt, wo bin ich eigentlich gelandet? Manchmal muss es so weit kommen. Ja, vor ein paar Jahren, ich hatte aber einen gehabt, der Milan, ein Gefangener, der hat einen umgebracht und nachher ausgeraubt, also ein Raubmord, und der war in Deutschland im Gefängnis, und irgendwie habe ich einen Brief über den gekriegt, und dann habe ich mir gedacht, besuche ich einmal. Ich habe ihn besucht. Nachher hat er gesagt, ja, ein Jahr muss er noch sitzen, 20 Jahre ist er gesessen. Er ist für Kroatien. Hat er gesagt, Deutschland darf er da nie mehr rein, aber er sucht halt eine Arbeit. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann nehmen wir ihn halt in den Dauernhof. Vielleicht können wir ihm helfen. Aber er ist nicht lange geblieben, weil er hat gemerkt, er muss da arbeiten. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann hat er aber alle angerufen, er braucht ein Geld. Er hat kein Geld mehr, Und ich kenne einen, der arbeitet mit Ex-Kriminellen. Und dann habe ich angerufen, der Friedel Pfeiffer. Da habe ich gesagt, was soll ich tun? Da hat er gesagt, schick ihm ja kein Geld. Bis der nicht unter der Brücke endet, wird der nie wahre Hilfe annehmen. Das gleiche war in Rio de Janeiro, da unterstützen wir Arbeit mit Straßenkindern. Und da sind wir oft noch durch und die Kinder, wie die arm sind, die sind total arm. An jemanden denkt, na, jetzt ziehe ich meinen Pullover aus, jetzt gib ihm den Kind, wie es das hebeitelt. Und die hat aber gesagt, die Teresa Santos hat gesagt, gib ihm den Pullover ja nicht. Wenn du ihm den Pullover gibst, dann ermutigst du ihn nur, unter der Brücke zu bleiben. Dein Kind muss so schlecht gehen, dass es endlich mit uns mitgeht. Und dann können wir ihm wirklich helfen. Und manchmal ist es leider so, dass ein Mensch unter der Brücke enden muss, bevor er Hilfe akzeptiert. Das sind die Konsequenzen. Aber es muss nicht so sein. Und ich schließe jetzt mit einem Vers. Sprüche 24 möchte ich noch lesen. Sprüche 24
und 30 bis 34. Sprüche 24, 30. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, es war ganz in Nesseln aufgegangen, es war verwuchert gewesen. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt, seine steinerne Mauer eingerissen. Und jetzt ist ein wichtiger Vers. Und ich schaute es und ich nahm es mir zu Herzen und ich sah es und ich nahm daraus eine Lehre. Man muss nicht unter der Brücke enden. Man kann auch vorher erkennen, was Faulheit bewirkt, auch geistliche Faulheit, und daraus lernen. Das ist die Botschaft vom Prediger. Gut, jetzt lassen wir es. Die Lotte ist noch mit dran. Eine Minute, Kim. Die Lotte hat noch 5 Bücher. Übrigens, wir haben